Und jetzt sieht es so aus, als könnten wir nur Missionen bei CJ machen. Unternehmen. Was auch immer. Deswegen würde ich sagen, bis gleich bei CJ. Oder ist es denn noch? Ja, bis gleich. Da wäre ich also wieder bei Mad Dogs Bude in der Nähe. Ist dieses rote Symbol der Missionheit. Und da trete ich jetzt auch mal rein. Und zwar geht es jetzt um Cutthroat Business. Hey, what's up, dawg? CJ, what's up, baby? Word. Resist, sunshine. You can do it. For me, eh? Fucking Northerners. No, Macca. Fight the urge. Think of Thatcher. You know it's my time again. I know, dude. So what's holding you back? Whoa, whoa, hold up. This is video. I gotta see this fool. Hey, man, you clean now. You got nothing to worry about. We're going to hang with the homies. Man, that fake-ass Loke. Loke? But he's terrible. Motherfucker. I knew there was something familiar about those rhymes he was kicking. They're from my rhyme book. That's my money. And those are my hoes. And that's my video he's shooting today. Okay. I say we make a cameo appearance. Just drop in on the night. Yeah, that's gangster. Come on. Thatcher, I love you, Maggie. Oh, Macca. I love you, Maggie. You ain't right in the head, mate. Macca kann seinen Sexualtrieb immer noch nicht im Zaum halten. Und wir bringen Mad Dog jetzt zum Videodreh. Und machen irgendwas mit dem OG Loke, dem wir damals geholfen haben, das Versbuch zu... Ah, wie soll man sagen? Zu stehlen, sagen wir jetzt. Es ist ganz einfach heraus. Es ist natürlich jetzt ganz schön blöd, dass wir jetzt hier mit dem... So what am I supposed to do? So, you got heart, you got natural style, you got ice cold gangsters running through your veins. Anybody can get a record deal, but only the genuine article can shake down the house. CJ, my man, you're a natural manager. CJ, der geborene Manager. Bald im Kino. Also, OG Loke. Ja, ich weiß, ich bin schuld, dass du jetzt dieses Versbuch hast und dass Mad Dog sauer auf dich ist, weil du jetzt deine Reime hast und weil du sie benutzt. Aber irgendwie gehst du mir doch auf den Sack, weil Mad Dog besser singen kann als du. Warte, Moment. Oder besser rappen, eher gesagt. Ach, verdammt, das war... Richtig. Ich war jetzt hier so lang und dann da und dann, ja. Das passt schon, das passt schon, das passt schon. Alles im grünen Bereich. Ich brauche nur meine Maus. Dass die funktioniert. Und nicht abschmieren! Hi! So, ganz schön knapp. Ich frag mich jetzt nur. Cutthroat, also heißt Kehle aufschneiden. Sollen wir ihm also die... ja. Sollen wir ihm das Leben beenden? Ich bin mir gerade nicht sicher. An dieser Stelle kann ich mich... An dieser Stelle kann ich... meine Herren, warum kann ich das nicht aussprechen? An dieser Stelle kann ich mich nämlich nicht mehr sehr gut... Moment! Ich war falsch, oder? Moment. Ja, war ich. Ich dussel. Oh mein Gott. Yo, fahr weiter. Ich bin gar nicht da. Ich bin... Nö. Ich bin nicht da. Alter, das sind nicht alle... Ich brauche einen neuen Wagen. Weil meine schon am schwarzen Dampf auslassen. Mad Dog, es tut mir leid, dass ich die Umstände mache, aber. Wir müssen leider in diesen Ranger hier einsteigen. Ist das ein Ranger? Boah, das ist ein Ranger. Boah, gut. Tja. Gut, dann fahren wir auch gleich hier die Autobahn wieder runter. Oder die Schnellstraße, was auch immer das ist. Keine Ahnung. Hi. Und auf zu OG Loke.
Hoffentlich ist er hier. Da wird der interviewt? Meine Fresse. Hä? Ist das richtig? Doch, ist richtig. Da ist der Kerl. Give me my rhyme book. Give me back my chain. Give me back my hose. He busting out. Come on, dog, let's get it. Doc kriegt auch einen, wie heißt es, ein Boot? Ein Hoverboard. Scheiße, meine Maus funktioniert gerade nicht. Was soll das? Meine Maus funktioniert nicht. Woran liegt das jetzt? Meine Tastatur. Hallo. Meine Maus funktioniert jetzt gar nicht mehr. Oder kann man die Maus hier nicht benutzen? Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, die Maus kann man. Funktioniert sie denn noch? Hallo! Wieso gibt das Ding kein Gas? Achso, hier tauchen auf einmal Boote auf. Aus dem Nichts. Einfach, um mich zu nerven. Hallo, komm mal rüber hier. Hier ist also speziell eine Rampe für uns aufgebaut. Mit extra Pfeilen. Schön, schön, schön. Das sind die Klaps. Ich glaube, die Maus kann man in diesem Hoverboard nicht benutzen. Aber man muss auf jeden Fall schießen können, oder? Ja, es geht noch. Schießen funktioniert auf jeden Fall. Stay away from me, sagt er uns. Nein, Mann. Zeiten haben sich geändert. Habt ihr das gesehen, wie ich mich gedreht habe? Das war voll elegant. Da kommt der Typ, da. Ich bin Schnee von gestern. Was? Oder was ist Schnee von gestern? Kids? Die Kids? Was für Kids, Alter? Die Kids wollen Eminem. Wer nicht? Komm rüber, Mann. Wieso kann ich die Sicht denn nicht ändern mit der Maus? Das ist... Oh nein, es geht weiter mit diesen... Oh, mit diesen Catcars. Wo exakt drei davon bereitstehen. Finde ich aber geil. Kann man die eigentlich auch so irgendwo finden? Ich hab die nämlich noch nie so gefunden. Nur in dieser Mission. Ja. Was willst du schon mit dem tun, Alter? Könnte ich jetzt gerade ausschießen? Könnte ich jetzt nur gerade ausschießen? Das wäre. Oh. Der ist scharf abgebogen. Was für eine versoffene Niete! Du hast ein scheiß Versbuch und bist damit jetzt. Schwebst damit auf Wolke 7 und lässt dir damit fallen allen den Arsch lecken. Oh, da ist eine Graffiti. Oh, geile Sache. Loke. Smoke kann mich mal. Verdammt, ich krieg den nicht. Ich krieg den einfach nicht. Darf ich ihn denn umbringen? Das ist gerade meine Frage. Vielleicht müssen wir ihn einfach nur verfolgen. Weil irgendwie sieht es gerade nicht so aus, als könnten wir ihn umbringen. Weil ich ihn irgendwie nicht erreiche. Vielleicht bin ich auch einfach nur so schlecht, ich weiß es nicht. Es wird wohl eher Zweiteres sein. Naja, mal schauen. Mad Dog scheint auch noch hinter uns zu sein, wie man auf dem Radar sehen kann. Das finde ich ganz geil, dass Mad Dog auch einfach so einzeln mitfährt. Mad Dog, alles klar? Nicht weinen bitte, nicht weinen. Ich schaff das schon. Ich glaube, die Passanten sind da alle speziell eingefügt, damit die auch ausweichen, damit es dramatischer aussieht und so weiter und so fort. Das ist ganz geil gemacht für so ein altes Spiel. Der kann nicht fahren, ohne dass ich... Okay. Schon klar. Komm schon. Hi. OG Loke, du bist mir ein kleiner Pisser, Mann. Was ist das denn jetzt? You phony! Aha! You can't prove nothing! Hey, Jeffrey,
You a buster, straight bitch. You stabbed me and my brother in the back. Man, I'm an artist. We all make mistakes. Ain't that right, Alki? You ain't no artist. You's a buster. You's a fake. Man, I was gonna give you credit on the next album. Man, here, royalties? Take that. I got more too. Bitch, I should smack dog shit out your ass. Just don't break hit your me. Face yeah, right here, motherfucker. You phony. Mr. Dog, Jimmy Silverman, blasting fools records. Hold up, I'm the manager. You wanna talk? Talk to me. Oh, okay. Pleasure, gentlemen. Let's talk, all right? I'll butt your ass. I need hits. I mean hits. Now, what about this guy? This phony. I've got a good mind to sue his ass into next year. Man, get off me, you drunk. Hey, Lo, go get us some lunch. You get lunch. Excuse me, gangster. I don't think so. Man, get out of here. Don't be pushing me. Don't be pushing me. Wow, die Pflanze hatte ein paar Texturenfehler. Wir sind hier gerade auf dem Walk of Shame. OG Loke ist gleich hier an der ersten Position. Das ist aber ganz klar so und ich lege hier mal eine Aufnahmepause ein, während ich den alten Sack hier vermöble. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt, wir machen weitere Sachen als Manager. Und dem alten Sack interessiert gerade gar nichts hier. Ja, bis demnächst und Tschüsskowski!